Schade, dass ähnlich mir hier hinkommt. Ist ja eigentlich wirklich eine Schande quasi, dass sie sich hier von vertrieben worden ist. Aber wer weiß, wie das aussähe, wenn ihr wisst schon, die pinkhaarfarbene da mit uns verheiratet wäre. Vielleicht wäre sie dann auch zu Hause geblieben. Wer weiß das schon. Ich find's eigentlich ganz geil. Wenn der Vater von der stirbt, quasi, dann haben wir hier ein Gasthaus zu vermieten. Ja, ich liebe es auch, Geschenke zu kriegen. Von mir selbst natürlich. Könnten wir mal zur Kirche gehen? Wisst ihr was? Ich weiß, was wir machen. Wir werden jetzt was kochen und dann werden wir es einem dieser Kobolde geben. Quasi als Geschenk. Vielleicht mögen sie es ja, vielleicht mögen sie es nicht. Aber so kriegen wir das ganze Zeugs mal weg. Ich werde nämlich noch so ein bisschen das, was ich vorhaben hätte. So, machen wir nochmal so ein Sandwich. Kriegen wir den Kühlschrank so ein bisschen leerer. Kommt hier quasi alles in Bewegung. Rezepte ansehen. Ja. Achso. Sandwich. Jawolski. Bing. Das Sandwich ist fertig. Jawohl. Haben wir unseren Hund schon begrüßt? Nein, aber jetzt. Wem sollen wir es geben? Okay, der Blaue hat noch ein Herz. Rot. Aqua. Timid. Wisst ihr was? Ich gebe es dem Aqua. Ganz einfach, weil mir seine Mütze gefällt. Wer kann schon zu einem Aqua Nein sagen? Oh. Hi. 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 Wirklich sehr kreativ, dieses Mädchen. Man merkt, dass sie in einer Bücherei arbeitet, wenn sie dann nur Hi sagt. So weit bin ich, wenn ich auch ein paar Gramm zu mir nehme, dann bin ich auch Hi. Was habe ich gesagt? Hellblau war das, wa? Willkommen, mach bitte nichts schmutzig, Butter. Brauchst du etwas? Nichts Besonderes. Was willst du denn? Der ist mir irgendwie unfreundlich. Komm, wir geben es dem Chef. Ja. Chef? Danke, Budum. Willkommen, Budum. Brauchst du etwas? Spielen wir. Ich spiele. Was brauchen die denn bitte? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Schätzungsweise ist es genauso kompliziert wie, sag schnell. Wie das mit der Ehe. Also dürfte das noch ein Weilchen dauern. Aber wenn wir die dann erstmal auf unsere Seite gebracht haben, dürfte es, denke ich mal, alles viel leichter werden. Ich schätze mal, so bei 3 Herzen dürfte sie anfangen zu helfen. Wir sind hier mit allem fertig, soweit wie... Kann ich ja ab morgen so vorbeigehen, immer bei denen vorbeigehen und denen ein bisschen Traubensaft machen, was soll's. Bringt ja und kostet ja nur Trauben und Trauben finde ich ja in der Wildnis und gibt's wie Sand am Meer. Außerdem sollte unser Kalb morgen geboren werden. Dies ist das Kochduell, jeden Dienstag auf Sendung. Ich bin Allison, ihr Gastgeber im wöchentlichen kulinarischen Kampf der Giganten. Die Herausforderung dieser Woche ist Trüffelreis. Auf geht's! Koch A's Rezept ist Zutaten, Trüffel, Reisbällchen. Koch B's Rezept ist Zutaten, Pilze, Reisbällchen. Lasst uns nun den Geschmackstest machen. Um den Gewinner zu finden. Zuerst Koch A's Kreation. Mampf, Mampf. Ein sehr traditioneller, einfacher Trüffelreis. Oh, verdammt! Jetzt habe ich mich aus Versehen auf die Taste gekommen. Moment. Schmeckt
Geschmackstest kommen, den Gewinner zu finden. Zuerst Koch A's Rezept, dann machen wir noch ein traditioneller einfacher Trüffelreis. Und zu Koch B's Kreation. Mampf, Mampf. Dies ist Pilzreis, kein Trüffelreis. Der Gewinner ist Koch A, weil Koch B das falsche Gericht gemacht hat. Das war's für heute. Für diese Woche meine ich natürlich. Tag 14, Dienstag. Haha. Keine Beschwerden. Noch nicht, meine Dame. Die kommen noch. Die kommen noch. Wir nehmen mal gerade eine Traube. Soll ich daraus eine Traube nehmen können? Komm, Arschlecken, ich nehme sie gleich. Ich hole sie mir einfach gleich, die Traube. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl in der Magengegend, dass ich wieder genau dasselbe Spiel haben werde wie letztes Jahr hier drin. Dass genau alles blühen muss, wenn ich hier auf ein Fest gehen muss oder sonst was. Das wird richtig scheiße, wenn das so ist. Dann werde ich hier bis, was weiß ich, 1 Uhr hängen, obwohl die Einladung dann um 10 Uhr schon raus ist. Und das wäre nicht gut. Ja. Ja. Egal. Ich schaff das schon. Jo, wir schaffen das. Gehen wir noch zu Ulla. Die ist ja nur noch heute trächtig. Soll sie es nochmal genießen. Habe ich sie eigentlich gestern gefüttert? Ja, klar habe ich sie gestern gefüttert. Wie kann ich sie auch nicht füttern? Hepp. Ulla ist trächtig. Es ist bald soweit. Ah. Ja, wir könnten uns ja schon mal so einen Namen überlegen. Wie könnte man eine Kuh noch nennen? Hm. Vielleicht Bertha, Betty. Hm. Ah, wie könnte man sie nennen? Hm. Überlegt mir das wieder jetzt schon, weil nachher dauert es wieder Jahre und das wäre nicht gut. Mal die Eier da reinschmeißen. Ein perfekter Kuhn. Ich kann ja gleich ein Bad in der heißen Quelle nehmen und da in Ruhe überlegen bei einem heißen Bad. Ist das die Idee? Ja klar ist das die Idee. Zack. Jetzt hatte ich wieder alle Hühner. So, habe ich jetzt alle Eier weggeschmissen. In die Kiste rein. Yep. Puh. Shit. Das war ein Versehen. Egal, einmal ohne Ei. Was soll es denn? Erstmal gehen wir hier zu unserem Kobold gleich. Der kriegt noch einen Traubensaft von mir. Und wenn er ihn nicht mag, dann wird er ihn runterwürgen. Das schwöre ich euch! Ja, Trauben. Ein guter Name für ein Kalb oder eine Kuh. Guter Name. Boah, das ist echt schwer. Kannst du ja nicht einfach Evil Kuh nennen. Guten Morgen. Ah, Moment. Rezepte ansehen. Fruchtsaft. Pommes Fritz. Traubensaft. Jawohl. Bing. Das Traubensaft ist fertig. Schreibe das Rezept auf. Nee, natürlich nicht, haben wir schon. Warum denn? Boah. Mann, wie könnten wir unsere Kuh nennen? Das ist jetzt wirklich fragwürdig. Ich habe echt gerade keine Idee. Ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch. Hm, wie könnte man sie nennen? Hm. Kuh haben wir Ulla genannt. Mir kommt da gerade so eine Idee. Danke, Superbudung. Der Kappa liebt Gurken.
Gurken. Ich finde, dass sie gekocht besser schmecken. Willkommen, Budum. Brauchst du etwas? Spielen wir. Arschloch, Mann. Anscheinend mag der Typ Saft. Der Kappa. Wer ist denn der Kappa? Hätte ich eigentlich gerade gucken können. Der Kappa. Hier ist doch gar kein Kappa. Oder sind die Kappa? Keine Ahnung. Dass das die Rasse Kappa ist oder sonst was. I don't know. Naja. Theoretisch könnten wir jetzt pennen gehen. Vielleicht ist ja dann bei der Geburt auch unsere liebe Anne dabei. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Namen für sie. Ihr werdet euch wundern, das sage ich euch. Obwohl es ist eigentlich Misshandlung von einer Kuh, dieser Name. Aber es ist mir sowas von scheißegal, ich mach's trotzdem. Komm. Es sollte bald geboren werden. Ein Kälbchen ist geboren. Gib ihm einen Namen für sein ganzes Leben. So. Ich werde euch nicht zu viel vorenthalten. Ich fange jetzt direkt an. Ihr könntet euch wahrscheinlich schon denken. Der liebe Angie. Familienzuwachs. Ich muss ja da arbeiten. So sieht es aus. Schade, dass Anne wieder nicht dabei war. Aber gut, okay. Was nicht ist, ist nicht. Wenn sie nicht will, will sie nicht. Ich kann sie ja nicht dazu zwingen. Oder? Doch, klar kann ich sie dazu zwingen. Nein, natürlich nicht. Naturellement. Oh Gott. Oh Gott. Quasi das Gras rächt sich an uns, weil wir die Kuh so scheiß benannt haben. Aber wir haben die eine Kuh halt Ulla genannt. Jetzt kommt die nächste Kuh mit Angie. Muss ich mir mal noch ein paar andere Namen raussuchen an Politikerinnen. Passt ja eigentlich. Alles dumme Kühe. Nein, ich habe nichts gesagt. Falls jemand dieses Let's Play davon schaut. Nichts habe ich davon gesagt. Ja. So, rein damit. Bin ich froh, dass wir so langsam wieder anfangen, richtig Geld zu verdienen. War ja auch lange genug, dass wir hier nichts mehr verdienen. Oder richtig verdient haben. Schmeißt aber so ein bisschen daneben. Wir müssen gucken, dass wir die liebe Anne auf 10 Herzen behalten. Wie gesagt, ich habe da noch Pläne mit ihr. Die entkommt meinen Fängen jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So. Klingt jetzt ein bisschen falsch. Na egal. Zack. Na, wenigstens haben wir so einen geschäftlichen Tag, den wir nicht so schnell hinter uns bringen. Hat ja auch was Schönes. Außerdem kriegen wir jetzt wieder 3000 Gold. Das bringt uns der Wanne, die wir kaufen wollen, ein Stückchen näher. Aber ich glaube, so wie das aussieht, könnten wir unser Werkzeug bald upgraden. Das wäre mir dann doch lieber, dass wir das zuerst machen. Weil dann geht das Ganze viel leichter von der Hand. Man muss sich hier nicht die ganze Zeit rumhantieren. Yep. So. Schließlich müssen unsere Kühe jetzt auch versorgt werden. Wir haben ja schließlich Nachwuchs. Und da kommt bald auch noch ein Schaf dazu. Yep. Boah, wie viel habe ich denn hier? Halte durch.
Yep.